Starke Leistung hingegen bietet Raimund Raschkowski. Nur 7 Fehlerpunkte aus beiden Läufen bringen ihm den 4. Platz in der WM-Gesamtwertung. Ein enttäuschender Beginn zunächst für Gerd Merkel. Am ersten Tag dieser WM noch knapp hinter Hurtado Zweiter, muss er heute satte 11 Strafpunkte in der ersten Runde mitnehmen. Doch seine Klasse lässt Merkel am Beispiel dieser Sektion erkennen. In der zweiten Runde kann er sich insgesamt wesentlich verbessern. Sollte er hier fehlerfrei bleiben, hat er noch alle Möglichkeiten. Er konzentriert sich, lässt sich Zeit, weiß um seine Chance und will natürlich so kurz vor dem Ziel nichts mehr verschenken. Gerd Merkel schafft es, fehlerfrei zu bleiben und wird schließlich verdient Dritter dieser Trial-Weltmeisterschaften. Nicht zu packen für die Konkurrenz ist Jesus Hurtado. Der Spanier, der nur 3 Strafpunkte in der ersten Runde hatte, geht gelassen in die zweite. Spannung dagegen beim Publikum am Rand der Strecke. Doch einer ist Hurtado dicht auf den Fersen. Christopher Nölle bringt an beiden Tagen eine konstant gute Leistung. In der ersten Runde Dritter kämpft er jetzt in der zweiten mit Hurtado um den Tagessieg und auch um den WM-Titel. Einzige Gefahr für Nölle sind jetzt noch Flüchtigkeitsfehler. Hurtado weiß es und Nölle weiß es. Es bleibt daher bis zum Schluss für alle sehr, sehr spannend. Beide schenken sich nichts und geben noch einmal alles. Die Nervosität steigt. Die Gefahr, kurz vor dem Ziel noch unnötige Strafpunkte einstecken zu müssen, sitzt beiden im Nacken. Nölle bleibt aber cool, meistert seine Aufgabe hervorragend und auch Hurtado behält seine Nerven im Stile eines großen Champions. Gerade in dieser schwierigen Sektion beweist er seine Überlegenheit. Er bleibt ohne Punktverlust und wird Trialbike-Weltmeister 1995. Christopher Nölle bringt seinen Punktestand bravourös nach Hause. Er schafft es und wird Vize-Weltmeister. Und hier die Endergebnisse. Ja, also in der ersten Runde lief es nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Da waren 5er dabei und der hat mich ein bisschen runtergezogen. Es waren 6 Punkte dann in der ersten Runde und in der zweiten habe ich dann 2 Einser gemacht. Das war eine 2er-Runde und so hätte es eigentlich auch in der ersten laufen sollen, aber lief halt nicht ganz so, aber ist okay. Jesus Hurtado erklärt, dass es heute schwierig war zu gewinnen. Viele Sektionen waren relativ leicht und schon ein kleiner Fehler durch Unkonzentriertheit hätte alles zunichte machen können. Let's go.
Coming. Shit. Am Start der ersten Mountainbike-Trial-Weltmeisterschaften der Schweizer Hansjörg Rey. Er, der diese Disziplin in Europa eigentlich bekannt gemacht hat, gilt gleichzeitig als einer der Top-Favoriten. Und er zeigt, wie es geht. In seiner ersten Sektion bleibt er fehlerfrei und viele sehen ihn zu Beginn der Veranstaltung als den inoffiziellen Weltmeister. Aber die Konkurrenz schläft nicht, ganz im Gegenteil. Sehr stark heute Radek Seliga aus Tschechien. Am Vortag ein 5. Platz, heute an den meisten Kursen fehlerfrei. Doch er hat Pech. Ein Bremsdefekt wirft ihn fast aus dem Rennen. Glück im Unglück. Radek Seliga bleibt unverletzt und kann weiterfahren. Aber der Schock sitzt vorerst tief. Oliver Schäffler demonstriert, worauf es den meisten Teilnehmern ankommt. Hindernisse ohne Taktieren zu meistern, nur durch eigenes Können und ohne einen Fuß abzusetzen. Nach 3 gestatteten Versuchen muss er dennoch aufgeben. Dann Hansjörg Rey. Gespannt warten alle, wie er den Stein nehmen wird, doch auch er scheitert. Auch der 2. Versuch bleibt erfolglos. Mehrfaches Aufsetzen des Fußes bedeuten für Rey in dieser Sektion das Maximum von 5 Strafpunkten. Taktisch klug der Schweizer Joël Gavillier. Er setzt einen Fuß und nimmt nur einen Strafpunkt mit. Stark präsentiert sich der Franzose Thierry Girard. Er war vorübergehend im Trial Motorsport engagiert, ist aber in den Bikesport zurückgekehrt und konzentriert sich voll auf die neue Disziplin, das Mountainbike-Trial-Fahren.